bin Walburga Schillinger. Wir sind da in Schiltach-Lehengericht auf dem Höferhof. Ich bin seit 28 Jahren da. Ich habe meinen Mann kennengelernt in Titisee. Da habe ich bedient in einem Café. Und wir sind dafür ins Gespräch gekommen und habe dann den Hof das erste Mal von Weitem besichtigt, weil ich es mir irgendwie nicht vorstellen konnte, ein einsamer Hof und ja, Titisee ist irgendwie, da war immer Leben. Aber das erste Mal gesehen und wunderbar gefunden. Ich kann mir kein anderes Leben vorstellen. Das ist eine, ich finde, eine Freude, ein Wunder, ein, ich weiß nicht, wie man es nennen mag, dass ich so leben darf, wie ich lebe. Man hat, der Hof ist sehr groß. Du hast da viele Möglichkeiten, dich auszutoben. Du kannst alles Mögliche probieren. Und wo ich dahergekommen bin, war der Hof schon immer Selbstversorgung. Es war schon immer wichtig, seine eigenen Nahrungsmittel zu produzieren. Ich habe das dann irgendwie noch ein bisschen ausgebaut, habe dann den Fokus auf richtig Gemüse über das ganze Jahr zu legen, noch ein bisschen ausgebaut und vor allen Dingen das Gemüse auch selber zu ziehen, aus eigenen Samen und also nichts zugekauft. Nichts samenfeste Sorte und nichts, wo gentechnisch irgendwie verändert ist. Habe dann versucht auch, oder finde auch sehr spannend, dass es noch regionale Besonderheiten gibt, regionale Sorte. Im Sommer zum Beispiel war Gardetag, da war es für Schenkezell welche da und haben ihre Säckle in die Hand gedrückt mit Bohnensorte. Und ich gesagt, guck, das sind unsere Schenkezeller Schäckerle und die kriegst du jetzt und die darfst du wieder abpflanzen. Und so gibt es auch Sorte von Hammerschmack zum Beispiel, vom Lehgericht und ich finde es sehr spannend, weil das Gott alles verloren, irgendwann mal ist es weg, keiner weiß mehr Bescheid, weil deine Nahrungsmittel wäre kauft. Es ist billiger natürlich, wenn ich irgendwie einkaufe gegangen in Edeka oder in Netto oder sonst irgendwo nah. Aber ich finde, es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn du das, was du auf den Tisch bringst, selber angebaut hast. Oder du gehst im Winter dann in den Care, du hast da den Regal mit Gläser, was du eh gemacht hast. Das ist so wie Weihnachten und Ostern irgendwie zusammen. Ein beglückendes, zufriedenstellendes Gefühl. Ich denke, ich kann es nicht anders ausdrücken. Das ist das, was die Arbeit ausmacht und das, was mir auch wichtig ist. Bei uns auf dem Hof leben drei Generationen im Moment. Also meine Schwiegermutter, mein Mann und ich. Wir haben zwei Kinder. Unser Sohn wohnt bei uns, beziehungsweise im Leibding hat er eigene Wohnung und er wird den Hof auch mal übernehmen. Er ist genauso leidenschaftlich Bauer und Forstwirt wie mein Mann und mir im Prinzip auch alle. Es ist einfach das Tolle da oben, du hast Freiheit, du kannst leben, wie du möchtest. Du hast keine Straße vor der Haustür, du hörst kein Auto, du hörst gar nichts. Wenn du fleißig bist, wenn du arbeitest, hast du was und wenn du 5 Grad sein lässt, dann ja, hast du halt im Moment nichts. Diesen Sommer hat man relativ viel mit Obst und Gemüse zu verarbeiten gehabt, weil durch die warme Temperatur sehr viel gewachsen ist. Ich habe 4-5 Wochen oder fast 6 Wochen damit verbracht, Biere zu trocknen und Zwetschge zu trocknen für Hutzelbrot, wo wir dann auch gern machen. Es gibt einen Haufen Walnüsse und das dann verarbeitet im traditionellen Hutzelbrot, finde ich wunderbar. Ich habe extra im Kräutergarten noch Fenchel angebaut, den ich auch trockne und der kommt dann auch da nie. Ich bin leidenschaftliche Köchin und liebe es, so traditionelle alte Gerichte zu kochen. Alt hergebracht in dem Sinn, weil man nicht, und nicht um gut kochen zu können, muss man nicht 1000 Zutaten haben. Man kann im Prinzip die Sache, die du frisch auf dem Hof vom Garten hast, kannst du wunderbar verarbeiten. Schmeckt dann einfach auch ganz besonders. Bei uns, wir sind ein traditioneller Vollerwerbsbetrieb, sogenannte Mischbetrieb oder Schwarzwälder Mischbetrieb, wie man so sagt. Wir haben verschiedene Tiere auf dem Hof, also Schweine, wir haben Kühe. Wir haben Hund und Katz, ganz normal, wie man auch braucht. Wir haben einen Weiher mit Karpfen.
Wir haben Bienen, die intensiv für die Bestäubung vom Obst und von der Beere zuständig sind. Und versuchen natürlich alles, was wir da haben, auch zu verwerten und zu verarbeiten. Das Leben auf dem Hof ist natürlich anstrengend und man schafft auch viel, aber ich kann mir für mich jetzt eigentlich nichts anderes vorstellen. In einem anderen Leben habe ich auch andere Sachen kennengelernt, aber dieses Leben da auf dem Hof mit allem Führen, allem Wieder, das ist für mich das Glück auf Erden. Und ja, ich bin froh und stolz, dass ich da sein darf, und deswegen bin ich schwarz-weiß stolz.